Hallo und herzlich willkommen zur 7. Folge unseres Space to Tonic Trouble. Wir sind da gleich schon wie vorher. Auch wenn ich einen kleinen Part nachspielen musste, weil da kein Autosave war. Aber ist egal. Nehmen wir mal wieder unser Blasrohr und aktivieren den Schalter. Eine Tür hat sich geöffnet. Eine Tür zur Unterwelt. vielleicht sollten wir vielleicht von da oben starten. Na. Da, von hier oben unseren Flug starten. Obwohl das aussieht, als wäre das relativ Wurst. Das ist wieder unsere UFO irgendwas. UFO irgendwas. Na gut, wir hätten nur bis zum Stein gemusst, das hätten wir auch so hinbekommen. UFO, sah! Oh mein Güte. Ja. Ja, ich muss mich gerade ein bisschen wieder an die Steuerung gewöhnen. Also ein bisschen. Ah. Aber man kann sogar während dem Flug so umgucken. Hängt. Muss laden. Und muss speichern. Cool. Ah! Puh. Nichts einsammeln. Ist ja schade. Ah, nicht gegen die Wand, sonst fliegen wir runter. Ah! Ah, da ist schon wieder ein Schiffchen. Oh, mit diesem Schiffchen hat so ein bisschen was von Ram 2. Ja, die gibt es nämlich in Ram 2, ja. An das Schiff kann ich mich sogar ein bisschen erinnern. Hehe. Aber nur so ein bisschen. Oh, wer ist denn da oben? Seht ihr, was ich sehe? Bah! Hm. Unbeeindruckt. Gut. Jetzt werden wir uns erstmal auch umgucken. Nicht, dass da irgendwo eine Spade versteckt ist und wir die aber dann natürlich noch brauchen. Ich würde nämlich echt mal interessieren, was es dann für Extras gibt. Extra-Menü. Das zählt auch zu einem der vielen Spielen, die ich sehr gerne früher gespielt habe, aber nie durchgespielt. Ich hatte da irgendwie nie mal die Motivation für. Aber ehrlich, die Laufanimation ist schon leicht, seltsam. Könnte man jetzt sagen. Muss man aber nicht. Brum, brum. Hey. So, und jetzt. Up you go. Ha, da ist schon mal ein Stein. Wir haben den ersten Stein gefunden. Und wir sind dafür noch nie mal bei uns Pits the Story gestorben, ey. Können wir da drauf springen? Ah, oh, cool. Nicht, dass das jetzt nur so Fake-Grafik wäre, wo man nicht mehr drauf springen kann. Aber ich glaube, wir gehen da mal in den Bauch des Schiffes. Blub. Weil es scheint so, dass wir sonst nirgendwo was finden können. Hat auch so ein bisschen was das Level an. Ich erinnere mich so ein bisschen an Starship Troopers. Troopers. Hm, da können wir doch gar nicht hoch. Das ist jetzt doof. Ja, ist okay. Dann müssen wir noch einen anderen Weg finden. Um hier hochzukommen. Wir gehen nochmal oben drauf. Vielleicht kann man von dort aus irgendwie auf eine Plattform. Muss man mal schauen. Ich erinnere mich noch an das Level, was danach kommt. Wenn es das Level ist, was ich denke, was danach kommt. Verwirrung. Ja, komm.
Und zack. Und zack. Er wehrt sich zwar vehement gegen unsere Aktionen, aber der Spieler gewinnt immer. Hehe. Da ist noch so ein Ding. Ein Stein. Ein spitzer Stein, ey. Ich glaube, die findet man einfach nur alle hier unten im Level. Hier hinten, nämlich unten. Stein gefunden. Manchmal verwirrt mich das immer noch ein bisschen mit diesem in den Flugmodus wechseln. Was ist das denn? Das ist wieder so ein Dingsterbumster UFO. Manchmal springt der auch nicht richtig hoch, sondern irgendwie nur nach vorne. Ja, wahrscheinlich, weil ich dann auch in dem Moment nach vorne drücke. Was sonst noch irgendwas? Ah, ich glaube nicht. Nee, dann machen wir Anlauf. Ah! Es wird knapp. Boah. Perfekt. Das war geplant, dass es so knapp aussehen wird. Man muss ja spannend machen. Und. Ah! Das war geplant. Natürlich war das geplant. Ja, wie jeder Fail natürlich geplant ist, um die Zuschauer eigentlich zu verwirren. Kennt ihr. Was? Das ist wieder von mir. Ich glaube, wir müssen immer ein paar erste Worte miteinander wechseln. Das geht ja gar nicht. Ja, so bei dir übrigens muss es dauern oder macht er nicht sowas? You gotta be kidding me, oder? Nein, nein. Meine Güte. Da muss man wieder den ganzen Weg hochlaufen. Ist doch hier überhaupt nicht lang. Jetzt schon wieder. So. Jetzt aber. Nein! Nein, so. Der will uns doch in der Folge echt verarschen. Ja, ich will dich verarschen. Und sein Hauch, die Nuss. Vor allem in seinem Hinterkopf, diese zwei Schüsse sehen immer aus wie Augen. Ja. Ha! So macht man das. Wir gesehen. Oh, und nicht an Onaster. Ich glaube, der ist immun. Weil ich gegen Schwachsinn. Nein! Meins! Spreng! Haha, habe ich sie abgerippt. Und dafür klaue ich hier noch ein bisschen Stein. Nope. Nope. Was mit unserem Alien? Alien Jesus. Hey. Aua! Hallo. Stirb! Wo muss ich denn überhaupt hin? Hä? Was macht das Vieh denn mit mir? Rumbaggen. Was macht das? Erreicht vielleicht schon, wenn ich auf Ding lande. Ah! Ah ja, jetzt auf einmal. Mhm. War anscheinend irgendwie verbuggt. Ich meine, es war ja eine Beta. Da dürfen solche Bugs ja schon sein. Oha, da fliegt eine. Piu! Piu! Ei! Jetzt hängt wieder die Musik. Ach, neue Musik. Oh, Popcorn. Nochmal ein bisschen Popcorn. Wir haben ein bisschen Prärung, diese Popcorn. Er hat mich nicht verarschen. Also heute ist irgendwie der Ad verarscht Tag. Schreibt es euch im Kalender, der 7. April ist der Ad verarscht Tag. Oder je nachdem. Oder der Tag, wo die Folge rauskommt. Je nachdem, wie ihr das wollt. Das weiß ich nicht, wann die rauskommt.
Das sind jetzt ein bisschen Vorproduktion. Nein! Oh. Ja, der Ed verarscht dich da. Kommt ja. Jetzt muss ich warten, bis die. Oh, jetzt muss ich warten, bis er wieder klein ist oder was? Ah, nee. Da. Oh. Na, okay, so geht's auch. Hep! Gib mir Happy Hebel Snack. So. Jetzt, drück ich auch mal auf Hebel und dann, ja. Da! Blip. Ach so. Nee. Steuerung! Da war doch noch nicht alle eingesammelt. Warte. Da habe ich nur eingesammelt. Wo sind der Ganyan? Ja, da fehlt mir genau eine. Würde ich mal sagen. Muss ich irgendwie suchen gehen? Ah! Oh. Hast du ein bisschen Schnappatmung? Irgendwo ist noch ein Stein. Bestimmt ist der Stein der Wesen. Ah, ich höre schon auf. Mit einem schlechten Dialekt. Ich weiß manchmal gar nicht, was für ein Dialekt ich selbst spreche. Ich habe so manchmal das Gefühl, das ist so ein Mix aus allem Möglichen. Das ist der Master-Dialekt, der Mix aus allem. Sieht so bescheuert aus, wenn der so atmet. Da rennen wir lieber, dann atmet er nicht mehr so komisch. Makes sense. Aber hey, Spiele sind nicht da, um logisch zu sein, Spiele sind da, um Spaß zu machen. Vielleicht dort unten drin, aber wie komme ich denn da rein? Das ist die Frage aller Fragen. Ich sehe aber auch nichts mehr. Also vielleicht auf diesen großen Felsen da hinten. Ich glaube aber da nicht, oder? Das würde mich wundern. Sagen wir es mal so. Nein. Oh. Kann man vielleicht da reinfliegen? Nope. Wie soll man da denn hochkommen? Na, Post da nämlich der letzte Stein. Hm. Das ist ein Rätsel. Nee. Vor allem, warum ist hier eigentlich alles so schwarz-weiß? Hm. Werde ich wahrscheinlich nie herausfinden. Nein! Aber es wäre eine Idee, so reinzufliegen und dann reinzufliegen. Also wahrscheinlich auch das Brezel zu sagen. Rätsel. Das Brezelslösungsmittel. Wenn wir mal ganz weit hoch. So. Schauen wir mal. Ah! Muss mal gucken, dass ich knapp. Zieh! Zu früh. Fail. Und auch dieser Fail war geplant, nur damit ihr es wisst. Wie jeder Fail. So. Jetzt nochmal. Nein, zu früh. Ah, ich will immer viel zu früh, aber da ist ja sein Kopf im Weg. Dein Dickschädel. Aber ich werde es noch irgendwann in 10 Folgen schaffen. Mindestens. Uns fehlen aber hier noch Space. Wahrscheinlich gab es die noch irgendwo auf dem Weg und ich habe die vergessen. Zumindest hier hätte ich keine Ahnung, wo es in diesem letzten Bereich noch welche gäbe. Sind wir gut oder sind wir gut?
Bin ich gut. Oh, das ist noch ein Spade. Nein! Oh, der will mich doch total verarschen, der Junge. Da brauche ich mir nämlich noch zwei und die sind wahrscheinlich irgendwo auf dem Weg. Die habe ich halt irgendwie mit Absicht liegen gelassen, damit wir später mehr zu tun haben. Ich glaube, langsam glaubt mir das keiner mehr. So. Nein! Gerade so. Boah, dein Kopf ist viel zu groß, mein Lieber. Schlimm. Na. Eigentlich würde ich die Folge schon längst zu Ende machen. Wäre da nicht schon ein gewisser Ad. Aber ich würde sagen, ich versuche das jetzt. Werde es noch in der Folge schaffen. Und auch den Doc fragen so: Jo, was geht? Zurück ins Hauptlevel. Ha! Jetzt aber. Ich bin vielleicht dumm, aber nicht blöd. Ich weiß nicht, ob es einfach reicht, wenn ich so drauf zuspringe. Na, ach, wisst was? Das machen wir dann später, wenn wir eh alles nochmal sammeln müssen. Gehen wir erstmal zum Level raus. Obwohl ich würde sagen, das aus dem Level rausgehen können wir eigentlich auch in der nächsten Folge machen, weil das würde nämlich den Rahmen der doch ein bisschen arg sprengen. Also sehen, das war die 7. Folge unseres Let's Plays von einem schnaufenden Ad. Nein, von Tony Trouble. Wir werden uns in der nächsten Folge wiedersehen. Life Maker over and out.